Dieser Hai kann mit einem Bissen Beine, Arme und sogar den Kopf abreißen. Checkerel checkt New York News. Checkerel checkt New York News. Hai-Alarm in New York City. Strände gesperrt wegen Lebensgefahr. Am Donnerstag schwimmt dieser Killer vom Atlantik aus gefährlich nah auf die Badegäste am Rockaway Beach zu. Dieser Hai kann mit einem Bissen Beine, Arme und sogar den Kopf abreißen. Vor allem Familien mit Kindern kommen zu diesem beliebten Badestrand im Süden des New Yorker Stadtteils Queens. NYPD nimmt mit einer Drohne diese erschreckenden Aufnahmen von der Luft aus auf. Die Cops reagieren sofort und sperren Teile des Strandes. Rund 1,6 Kilometer werden zur Killersperrzone. Es herrscht Badeverbot zwischen der 58. und 81. Straße. Wenn die Fleischfresser Hunger haben, werden die Badegäste zur blutigen Beute. NYPD bleibt mit der Drohne in der Luft und kontrolliert den Strand am Atlantik auf weitere Haisichtungen. Und tatsächlich, plötzlich taucht ein zweiter Hai auf. Das Badeverbot wird erweitert auf der Höhe zwischen der 64. und 104. Straße. Hier im Wasser haben jetzt die beiden Haie das Sagen mit ihren rasierklingenscharfen Zähnen. Die Haie lauern, versteckt im trüben, flachen Wasser. Die Situation ist angespannt. Im vergangenen Sommer gab es innerhalb von 2 Tagen 3 Haiangriffe. Abgerissene Körperteile, Blut im Wasser und tote Menschen gab es dieses Mal glücklicherweise nicht. Bei diesem erschreckenden Hai-Alarm hier in New York City.